Deutschland beheimatet die größte jesidische Diaspora auf der ganzen Welt. Darauf können wir stolz sein, denn das jesidische Leben ist elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Heute gedenken wir einem Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden, dessen Auswirkungen und dessen Wunden deshalb nicht nur ein paar hundert Kilometer von Deutschland entfernt zu spüren sind, sondern dessen Wunden und dessen Auswirkungen in der Mitte unserer Gesellschaft zu spüren sind. Deutschland hat eine besondere Verantwortung für das jesidische Leben auf der Welt. Und aus dieser Verantwortung folgt, dass wir endlich den Völkermord durch den islamischen Staat, das brutale, menschenverachtende Vorgehen anerkennen sollten als Völkermord. Aus dieser Verantwortung folgt, dass wir als Deutschland für die Interessen und den Schutz jesidischen Lebens auf der ganzen Welt einstehen sollten. Und wenn wir darüber sprechen, dann gibt es eine Organisation, die Politik ganz besonders dabei treibt. Und das ist Hava Help und Düzen Tekel. Und für dieses Engagement möchte ich auch heute besonders Danke sagen. Dieses Engagement ist nicht nur wichtig für das jesidische Leben, es ist zuvorderst wichtig für das jesidische Leben, aber es geht dabei um die Menschheit und es geht dabei um die Zivilisation. Denn als der islamische Staat die Jesiden und Jesidinnen angegriffen hat, hat er die ganze Zivilisation verachtet und die mutigen Überlebenden dieses Genozids, sie helfen der Menschheit zurück auf den Pfad der Zivilisation, indem sie über ihr Unrecht sprechen. Wir gedenken heute den Opfern des Genozids, wir gedenken den Überlebenden und wir müssen eine Verantwortung aus diesem Völkermord ziehen. Deutschland muss diesen Völkermord anerkennen.